Zutaten für 4 Portionen, 300 Gramm sehr feine grüne Bohnen, Meersalz, 350 Gramm Nudeln, Klammer auf zum Beispiel Penne, Klammer zu, 300 Gramm Tomaten, 2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 1 Brötchen vom Vortag, Klammer auf Weizenvollkorn, Klammer zu, 1 getrocknete Chilischote, 6 Esslöffel Olivenöl, 4 Esslöffel Pinienkerne, 1,5 Teelöffel Zitronenschale, Klammer auf Bio, Klammer zu, einige Stiele Petersilie, 250 Milliliter Pflanzencreme zum Kochen, Klammer auf zum Beispiel Sojakusine, Klammer zu, Pfeffer aus der Mühle, Bohnen putzen und Enden abschneiden, Bohnen abbrausen, abtropfen lassen und in mundgerechte Stücke schneiden oder brechen. Bohnen in leicht gesalzenem Wasser zugedeckt ca. 8 bis 10 Minuten dünsten. Inzwischen reichlich Wasser in einem großen Topf aufkochen. 2 türkische Lire Salz und Nudeln zugeben nach Packungsanleitung unter gelegentlichem Rühren bis festgaren. Tomaten vierteln. Nudeln abgießen, kurz heiß abbrausen und abtropfen lassen. Zwiebeln und Knoblauch abziehen und hacken. Brötchen nicht zu fein reiben. Chilischote sehr fein zerbröseln. Mit Brötchen 4 Esslöffel Öl und Pinienkernen mischen. Zitronenschale und etwas Salz untermischen. Petersilie hacken. Backofen auf 225 Grad Oberhitze oder auf mittlere Grillfunktion vorheizen. Übriges Öl, Klammer auf 2 Esslöffel, Klammer zu, in einer ofenfesten Pfanne erhitzen. Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin braun braten. Bohnen abtropfen lassen, mit in die Pfanne geben und anbraten. Tomaten, Nudeln und Pflanzencreme untermischen und alles bei starker Hitze kurz durchschwenken und leicht sämig einkochen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Knusper-Pinienkernbröselmischung auf dem Nudelbröstel verteilen und im Ofen kurz knusprig gratinieren. Mit Petersilie bestreut servieren. Pro Portion 680 Kilokalorien / 2860 78 Gramm Kohlenhydrate, 20 Gramm Eiweiß, 32 Gramm Fett.